Oh, das geht ja zackig. Hallo. Xio hier mit einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir das Spiel Bound. Man sieht ja jetzt den Titel hier nicht eingeblendet. Das ist ja schon fast ein bisschen doof. Naja, gut. Ja, aber ich spiele das nicht alleine. So diese Indie-Titel, das Ding, dem stelle ich mich nicht alleine. Ich habe wieder dabei. Atamir. Hallo. Hi. 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 Ja, wir haben jetzt gesagt, haben wir gesagt, nach Hughes kommt ja wieder was und jetzt wollen wir Bound spielen. Und mein Kater klopft gegen die Tür. ja, Er will Bound. auch Bound spielen. Oh Gott, der jammert. wir haben beide recht wenig Ahnung von dem Spiel. Wir haben nur eigentlich einen Trailer von dem Spiel gesehen, mehr auch nicht. Sah interessant aus und deswegen dachten wir, hey, das könnte vielleicht in unser ganzes, so in unseren Geschmack fallen oder wie man auch immer dazu sagen möchte. Unseren Geschmack treffen. Ja, und ich denke mal, ohne weiter zu labern, starten wir mal ein neues Spiel. Oh mein Gott, mein Kater hört nicht auf, an die Tür zu kratzen. So. Oh, ich muss die Katze streicheln. Also, wow, ich habe es gerade schon gesagt. Also, die ist ja, also, sie ist ziemlich hochschwanger. Wir sind an dem Strand. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das Spiel sieht schon mal sehr gut aus. Kann man nicht machen. Es ist so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Breath of the Wild, so vom Look her. Aber, naja, ich finde, sie schaut trotzdem etwas sehr plastikmäßig aus. Ja, also die Figur ist wahrscheinlich das am schlechtesten gestaltete, Aber aber. ansonsten kann man echt nicht motzen. Kann ich schneller laufen? Nein. Ja, vielleicht. Das ist. Renn mal los, los! Solltest du vielleicht nicht machen, nein. Aber ja, es ist so halb gezeichnet, halb animiert, oder? Oh, es passiert was. Da passiert was! Oder? Also, es sind Balken, ja. Was ein Transition, ne? Ja, ich wollte gerade schon sagen, das nenne ich mal Kulturschock. ja. Ah, ja, die Lichtverhältnisse sind echt Ja. schön gestaltet in dem Spiel. Also, was ich auf jeden Fall weiß über das Spiel ist, dass wir unsere Charakterin ist eine Tänzerin auf jeden Fall. Deswegen bewegt sie sich auch so tänzerisch durch die Gegend. Auch ja, diese Bewegung, diese Dehnübungen, die sie gerade gemacht hat, ist ja auch, was Tänzerinnen auch machen. Aber ja, der Übergang von Strand auf Yo ist natürlich schon heftig. Kulturschock, das trifft sehr gut. Das ist auch interessant, wie sich der Boden so mitbewegt. Ja, die Physics oder so, die ganze Bewegung. Oh. Wow! Wow! Und die Kamera bewegt sich auch sehr smooth. Also, leider schafft meine Capture Card die 60 FPS nicht. Das tut mir sehr leid, aber so hier bei uns, das schaut schon sehr gut aus. Oh. Ich kann mich rollen. Und dann lasst dann so blaue Spuren. Ja gut, du kannst den Draht schlagen. Oh. Aha. Wow. Ich habe bestimmt gleich alles erklärt, was er noch machen kann. Oder wie das alles funktioniert. Ist das jetzt irgendwie.
Ich frage mich vor allem halt, in was für eine Richtung dieses Spiel gehen wird. Ist es eher so auch so puzzlemäßig wie ich bei Hue oder tatsächlich eher sowas, ein sehr künstlerisches Hack and Slay oder sowas in der Art? Wow! Wir werden es gleich sehen, aber das, was sie ja gerade gemacht hat, sah ein bisschen aus wie eine Barriere oder Ja, so. ich wollte es auch sagen. Und deswegen. Projektiere. Barriere. Ich hoffe, das macht jetzt mit einem nicht so, was ich mit wie bei Anti-Chamber. Dass ich jetzt denke, ja, vielleicht muss ich da springen oder so. Ja gut, ich kann hier gar nicht runter. Ah, okay, da geht's entlang. Ich kann auch trotzdem springen. Wenn zwei Wege falsch sind, ist es der Rech ist es der dritte. Ja. Aber ich denke, dass es mit dem Untergrund bestimmt auch so sein wird, dass es tricky ist. Also, dass der vielleicht auch mal wegbrechen kann oder so. Aber überall, wo wir hingehen, quasi ist hier. Oh, ein Schalter. Wow, also. Ah, da haben wir jetzt den Titel. Bounce, schön. In anderen Farben übrigens, als wenn man das Spiel startet. Da ist eher so ein Orangeton gewesen, glaube ich. Und hellblau. Und hellblau, genau. Ah, das ist ein Pommes. Pommes, die hart eskalieren. Da rave der Bär im Kreisverkehr. Sind das quasi Personen? Oder Ja. so? Ja. Aber man kann. Ach, die tragen die Säulen wie Atlas. Die Welt. Das sind die Pommes. Ah. Okay, da hat sie. Das struggelt sie ein Ja. bisschen. Aber in tänzerischer Grazie manövriert sie sich da trotzdem durch. Also ich fühle mich persönlich auch sehr verbunden mit diesem Spiel jetzt schon, weil früher mein Spitzname der tanzende Schwan. Ich dachte, der salzige Das Schwan. kam erst später tatsächlich, weil ich war früher noch ganz entspannt eigentlich. Aber dann, als die ganze Scheiße dann losging, wurde ich halt einfach kontinuierlich salzig. Und dann wurde es geändert in der salzige Schwan. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das ist alles so. Das ist halt, hat sich so ergeben. Life just happens. Ja. Alter. Es ist. Naja, schon mal ästhetisch, schon mal voll in die Fresse. Oh, guck mal, das Kleid gerade, wie diese einzelnen Schuppen da so Halte zum glänzen. Rennen L2. Was ist L2? Oh. Kennst du deine Controller nicht? Finde ich das auch immer so weird in Spielen, wenn die Charaktere in-game sagen, drück dafür die Taste und so weiter und du nur so denkst, was, also quasi der Charakter denkt sich jetzt, was, er spricht in Zungen oder sowas. Ah, da geht's runter, das, ne. Leiter Reno. Boah, die baut sich auch, das ist so, jetzt schon so cool. Das heißt, theoretisch ja, überall, wo du nicht bist, ist auch nichts. Also ist eigentlich nichts solide, nichts. Schneller los. Aber halt wirklich alles zu tänzerisch. Das ist sehr schön gemacht. Okay, die Wände gehen auf. Ich frage mich ja, ob die vielleicht wirklich für das Spiel, wie heißt denn das nochmal, wenn du einen animierten Charakter, aber halt wirklich einen Schauspieler hast oder einen Tänzer oder so. Motion Capturing. Ja, ich frage mich, ob die das gemacht haben für das Spiel, weil es doch sehr menschlich und flüssig aussieht, die Bewegung. Das könnte natürlich sein, das ist im Rahmen des Möglichen. Ah, die Brücke ist eingestürzt. Ah. Ich weiß nicht, an welches Spiel ich da denken muss, aber ich habe auch so das Gefühl, wenn ich an irgendwie so eine Kante laufe, und da ist keine Brücke mehr, ich habe jetzt so aufgrund der ganzen Physik hier das Gefühl, es müsste sich jetzt vor mir zusammenbauen. Ich Ja, glaube, es gibt bei Mario Galaxy gibt es teilweise so Level, und ich weiß nicht, an was ich da noch denke, was ich bei dem das so ist. Okay. Fortnite? Nein. Es Nein. ist entweder Fortnite oder Dark Souls. Dark Souls ist super, also spielt das Ding. Was? Ja, ah. Ah, ui. Okay, nochmal. Huah. Ja, geht doch schon besser. Ein Wandsprung. Naja, man muss Fehler machen, um Ja, voranzukommen. ganz genau. Sind die. Warte mal. Oh. But wait a second.
Siehst du das, je mehr ich mich bewege, die roten Bänder an deinen Händen werden länger. Ja. Und dann jetzt, wo ich stoppe, werden sie wieder kürzer. Ja, jetzt sind sie sogar gerade, naja doch, sie sind... nahezu grad ganz verschwunden, aber jetzt... Ich bin gespannt, also wenn... Es kann ja sein, dass dann noch Kämpfe kommen oder so, weil ich meine, ich habe eine Ausweichrolle oder zumindest etwas, was wie eine Ausweichrolle aussieht. Mhm. Kann ich da, also wäre ich da auch anders durchgekommen oder? Ja, ich musste das machen. Also, widerlegt sich deine Ausweichrolle vielleicht gerade schon? Mhm, das könnte sein. So, ich kann halt das hier machen. Habe ich noch irgendwas? Weil es wirkt halt wie eine Barriere, ne? Ja. Ach ja. Symmetra lässt grüßen. Sieht auch so ähnlich aus. Ja, selber Farbton. Ja. So grazil die Landung auch ist, so langsam ist der wieder das Hinstellen. Hm. Aha. Wir kommen da nicht hoch. Dafür sind die Arme zu schwach. Ah, doch, es geht. Aber da ist auch ein Weg. Do you know the way? I don't know the way. Ich komme dann nicht. Das okay, gibt's das. In so vielen Spielen, diese Wände. Wow. Im Zick. Ist das das Monster, das das Königreich bedroht, wovon diese Mutter gerade gesprochen hat? Viel zu früh, glaube ich. Ja. Oh, die verschieben sich. Ach, du verschiebst sie. Alter. Das ist ein Schachfeld. Ein ja. Schachbrett. Und das ist der König. Ja. Aha. Oh, ich kann mich umschauen. Ein Tisch, zwei Stühle. Ich kann mich auch bewegen. Oh, ich mag ja dieses ganze Spielen hier mit Geometrie und so. Das finde ich unglaublich cool. Ja, das sieht sehr gut aus. Ah, die spielen auch Schach, okay. Ah, dieses Spiel hat also wieder irgendwo eine Meta-Ebene. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Zwei Kinderinos und ein Typ mit einer Nerdbrille. Nicht alles ist Eno. Doch. Xiorino. Xiorino, ja. Warte mal, mich interessiert es, wenn ich jetzt wieder an den vorbeigehe, zurück, ob es dann wieder zerfällt alles. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich möchte Dinge ausprobieren. Aber auch die Stimmen sind rückwärts abgespielt, glaube ich. Ah, ich kann trotzdem rennen. Aber es ist auch ein richtiger Raum hier. Also, Aha. Man sieht die Kanten da. Siehst du die Edges? Ja. War das jetzt quasi das, was dir... Nee. Hätte jetzt sein können, dass das... Kratz den erstmal. Wenn ich mich in die Ecke stelle, bin ich dann der Edgelord. Nur wenn es kein anderer mehr in die Ecke reinkommt. Wenn du da kein anderer mehr reinlässt. Also mal kurz um auf die Aussage, er ist zu stark zurückzukommen. Wir wollten nur hinlaufen. Und er hat eine Figur umgeworfen. Ja. Und jetzt sind wir hier. Ja. So funktioniert das halt. Also quasi ist er da hingekommen und sieht halt, wie der das Teil umwirft und dann so, wow. Du bist mir zu krass. Jetzt... Hör mal auf! Und dann ist sie quasi war sie da und war kaputt. Hm. So ein Retter irgendwie, muss man finden. Ja? Ein Rasenmäher. Oder eine Motorsäge. Oh nein! Ist eigentlich ein Horrorspiel. Wir rennen gerade vor jemandem mit Sollte das so sein? Also nicht. Das hat ja funktioniert. Ist ja nochmal gut gegangen.
alles, was möglich ist, ist möglich. Egal, ob es so sein soll oder nicht. Ein weiser Spruch, mein Freund, ein weiser Spruch. Hör mal auf, den Club zu scheißen. Ist hier unten was? Gibt's da Loot? Ach nein, nur viele Wege, die nach Rom führen. Ich laufe auf dem Balken. Okay. Migräne. Wow. Hast du die Schräge gehört? Ein Aufzug. Die höre ich immer in meinem Ohr. Jeden Tag. Jetzt bitte hier Big Enough einfügen. Okay. Langsam so, das Klavier eskaliert auch. Also. Komm ich da vielleicht hoch? Ja, aber nicht durch. Und da ist es zu Ende. Oh! Okay. Okay, also es gibt definitiv Fallschaden. Und, sehr interessant, wow. Das sieht halt, das ist immer, wenn es halt diese Soundwaves und sowas gibt, also ich meine jetzt nicht, ne, normal halt die Wellendarstellung, sondern das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile bei den Windows Player nicht mehr so. Ach, diese ganzen Darstellungen, ja, von ja, den genau. Da kannst du ganz viele verschiedene Einstellungen machen. Genau, und das war immer so schön, sich das anzugucken, und so ähnlich sieht das hier im Hintergrund immer aus, diese total ja, ich verstehe, was du meinst. Beruhigenden Wellen. Ja, das hier mit dem Band jetzt hier ist auch sehr schön. Ha, bound. Mit dem Band gebunden. Steuere ich noch, oder? Ich glaube. Oh, okay. Ja, oh. Das Klavier wird immer schneller. Das Spiel ist gleich vorbei. Hier schön Bauhaus, im klassischen Bauhausstil, hier gelb, rot und blau. Ich laufe auf dem Balken. Ich höre schon auf damit. Das ist ein, zweimal ist das okay. Du müsst diese Bewegung halt. Schau mal. Ja. Du müsstest die vom Raum trennen und halt irgendwie in Greenscreen-Hintergrund eine Wiese oder so mit. Und das irgendwie stelle ich mir oder ins Universum und dann Shooting Stars. Ja. Okay. Und wenn ich aufhöre, dann. Okay. Du musst tanzen. Sind wir jetzt in einem Bollywood-Film oder was? Also dieses Ding hat irgendwas mit ihr gemacht. Irgendwie. Kopfschmerzen bereitet oder sowas, oder sie gequält. Und jetzt hat man quasi eine Barriere projiziert und. Und Hände sind für das Spiel, glaube ich, auch relativ wichtig. So wie es wirkt, okay, wir können das schieben. Und sogar, ganz ehrlich, beim Schieben. Eine elegante Bewegung. Ja. Okay, jetzt ist auch die Musik ein bisschen mehr so. Elektronischer. Ah. Habe ich einen Doppelsprung? Nee. Wo?
Das sieht cool aus. Komm ich da nicht durch? Nein. Okay. Projektiere Barriere! Ah, die wippen auch im Takt. Was auch immer das ist. Weg. Das Spiel mit den Lichtverhältnissen, Licht und Schatten, ist echt schön in dem Spiel. Wow. Wie authentisch und diese Wellen oder das. Ne, ich sag mal einfach mal, das ist Wasser, weil unsere schwangere Dudine saß ja am Meer gerade noch. Ja. Oh. Da ist wieder das Ding. Schaut aber auch ziemlich geil aus. Aber was passiert hier eigentlich? Ist ja halt echt die Frage. Wow. Sagt dir das etwa, was du machen sollst? Warte mal. Du kannst gar nicht so weit springen, oder? Oh. Das möchte ich jetzt wissen. Doch. Aus der Rolle heraus. Auch das ist ja geil gemacht mit den Schatten. Ja. Das ist ja genial. Wow, also so gestaltungstechnisch schon einige Sachen, die echt überzeugen. Aber da der Part jetzt auch schon, wir sind nur bei einer guten Partzeit angekommen, dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, das war's mit Bauen für heute. Also, ich denke mal, wir sind sehr gespannt, also alle beide, wie sich das jetzt noch entwickelt. Einige schöne Sachen dabei. Mal gespannt, was da noch so kommt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne eine positive Bewertung da lassen. Schaut unbedingt mal bei Artem hier vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao. Du musst auch Tschüss sagen. Ciao.